Ja, ein herzliches Grüß Gott aus der Würth-Werkstatt. Heute komme ich mir ein bisschen vor wie der Zauberlehrling. Jetzt fehlt mir eigentlich nur mehr mein Merlin. Gerald Bertl, unser Produkttrainer. Jetzt sagen wir bitte nicht, es gibt auch eigene Würth-Besen. Du hast gerufen, ja, deine ersten Kehrversuche, sehr bemerkenswert. Das heißt, es war irgendwas nicht so gut, oder? Also wo fangen wir an? Ja, bei Besen ist es einmal ganz einfach. Man muss nur seine Anwendung kennen und den richtigen Besen danach auswählen. Ganz wichtig, Innen- oder Außenbereich. Also das hast du einmal ganz gut gemacht. Wir sind da jetzt auf einem Betonboden mit Gewerbemüll, mit Spänen und Holz. Also da ist die Besenauswahl einmal ganz richtig. Und dann geht es um groben oder feinen Schmutz. Wie groß sind die Teile, die ich kehren möchte? Welchen Besatz wähle ich? Ja, der Besatz ist die Behaarung. Ja, da kann ich leider nicht so stark davon sprechen, von der Behaarung, aber bei Besen ist die sehr lang und sehr üppig. Und da geht es darum, ist das ein Tierhaar oder ist das eine Kunstfaser oder Kokos zum Beispiel, ja, Naturprodukte. Da kann man also in unserem Sortiment wählen. Ich lerne nie aus, das merke ich schon. Jetzt hast du mich ja vorher rausgeschickt, ich soll da ein bisschen sauber machen. An deinem Blick habe ich erkannt, die Technik hat da auch nicht ganz passt, gell? Nein, das mit Ziehen und Schieben müssen wir sich nochmal anschauen. Im Innenbereich, zum Beispiel beim Saalbesen, ist es eine ziehende Bewegung. Hier im Außenbereich wäre eine schiebende Bewegung sehr gut angebracht. Du wirst das den Zuschauern nochmal demonstrieren, wie man das richtig macht. Der Wille zählt für das Werk, aber mache ich gern. Besser? Ideal. Wer Lust auf mehr bekommen hat, der klickt sich durch die Würth-Videos auf unserem YouTube-Channel.